Herzlich willkommen zurück auf OE24 TV. Aus gegebenem Anlass begrüßen wir Sie jetzt wieder mit einem Special Report und das Thema des Tages ganz klar die Rettungsaktion rund um das Tauchboot Titan, das bereits seit Sonntagvormittag vermisst wird. Der Sauerstoff wird in Kürze ausgehen, doch das ist nicht das einzige Problem. Und wir begrüßen jetzt auch im OE24 TV Studio den Physiker Norbert Frischau. Vielen lieben Dank, dass Sie sich auch heute wieder die Zeit für uns nehmen. Gerne. Die Uhr, die tickt. Wir sind natürlich alle sehr gebannt, ob es doch noch Zeichen der Überlebenden, hoffentlich Überlebenden gibt. Wie hoch rechnen Sie denn die Chancen aus, dass man die 5 Personen tatsächlich noch lebend bergen kann? Tja, wenn das mit den Klopfzeichen stimmt, dass die von dem U-Boot kommen und wenn die noch fortgesetzt werden, dann gebe ich ganz gute Chancen, dass man das finden kann. Wenn aber die Klopfzeichen nicht mehr da sind, dann tut man sich wahnsinnig schwer, was zu orten. Der Meeresboden ist keine glatte Fläche. Also die können da irgendwo in so einer Art Canyon oder in einem tiefen Tal stecken. Die können da bei der Titanic irgendwo verschollen sein. Das ist aus 4 Kilometer Höhe nicht leicht auszumachen. Ich habe vorher gerade auch mit dem Physiker Werner Gruber gesprochen. Er hat gesagt, es ist im Grunde gang und gäbe, egal ob wir ins Weltraum, in den Weltraum fliegen oder uns im Wasser aufhalten, dass man sehr wohl zu Morsezeichen greift, das heißt ein SOS-Zeichen absetzt. Halten Sie es für wahrscheinlich, dass dennoch die Personen vielleicht jetzt unter Druck einfache Klopfzeichen abgeben oder wird das voraussichtlich oder aus Ihrer Sicht doch etwas anderes gewesen sein? Das mit dem Morsezeichen ist ein guter Hinweis. Also da sind ja zumindest 3 an Bord, die ja wirklich erfahren sind. Also wenn der Kapitän selbst, der praktisch der Geschäftsführer von dieser Firma ist, ne? Dann der andere Mann, der im Weltall war und auch schon öfters tauchen war, dann ist ein französischer Taucher, der schon x-mal da unten war. Also die werden sicher SOS morsen können und ich nehme mal an, die würden das auch tun. Ja? Ich habe keine Ahnung, wie die Klopfzeichen beschaffen sind, ob das jetzt einfach nur Bum-Bum war oder wirklich mit Morsezeichen war. Ich denke aber fast, es waren nur einfache Klopfzeichen, wo man wahrscheinlich nicht genau weiß, was es wirklich war. Weil wenn es Morsezeichen gewesen wären, dann hätte man es wahrscheinlich auch gesagt. Ja. Wenn man jetzt bedenkt, man weiß nicht genau, was ist mit diesem Tauchboot passiert. Es könnte sein, dass der Strom ausgefallen ist. Das heißt aber auch, keine Wärme mehr. Mit wie viel Grad rechnen Sie, mit denen man jetzt zu kämpfen hat? Naja, die Außentemperatur sind so 2 bis 4 Grad Celsius. Also Wasser hat bei 4 Grad die größte Dichte, da sinkt es immer ab typischerweise. Das heißt, unten auf 4 Kilometer ist es jetzt wirklich, wirklich kalt rund um und um. Die Hülle selbst ist aus Carbon, aus Titan gemacht. Also wenn sie nur aus Metall wäre, wäre es ein Problem, weil das leitet Wärme nicht sehr, sehr gut. Aber da ist eine Carbonhülle. Carbon ist kein guter Wärmeleiter. Das heißt, das isoliert wahrscheinlich relativ gut gegen die Außenseite. Und soweit ich weiß, haben die Herrschaften noch spezielle Anzüge an. Also am Anfang ist es sehr warm, wenn man absteckt, aber dann wird es sehr kalt, auch wenn man normal 8 Stunden unten bleibt. Das heißt, die haben Anzüge mit, damit sie sich warm halten können. Aber natürlich nach 4 Stunden wird es dann halt schon schlimm, weil man kann sie nicht bewegen. Ne? Die haben nicht viel Platz da drinnen, die können nicht spazieren gehen, die können sie nicht warm halten, die können uns nur kuscheln. Das ist das Einzige, was wir machen können. Wie weit das noch funktioniert, ist die Frage. Und wir dürfen jetzt gleich wieder den Physiker Werner Gruber auch bei uns in der Runde begrüßen. Vielen lieben Dank, dass Sie sich weiterhin auch die Zeit für uns nehmen. Wir haben schon über einiges gesprochen. Jetzt gerade sind wir ein weiteres Mal auch bei der Temperatur. Ich darf vielleicht bei Ihnen nachfragen, Herr Gruber, was genau passiert mit dem menschlichen Körper, wenn wir so weit heruntergekühlt werden, wenn die Außentemperatur bei 4 Grad liegt? Es passiert Folgendes. Es führt dazu, dass der Körper zu krampfen, also als erstes beginnen wir zu zittern. Zittern ist eine Möglichkeit, um im Körper die Körperkerntemperatur aufrechtzuerhalten. Das Innere unserer Organe brauchen an die 37 Grad. Und um das zu erzielen, beginnen sich die Muskeln dann ja, zu zittern. Das braucht irrsinnig viel Energie, ist äußerst unangenehm. Und dadurch verbrauche ich aber auch bedeutend mehr Sauerstoff, als wenn ich nur normal im Ruhezustand herumliege. Das bedeutet, dass der Sauerstoffverbrauch massiv ansteigt. Und das wird dann in weiterer Folge. Ich glaube jetzt, dass tatsächlich man kann schon diese 4 Grad, um die es geht, die werden jetzt nicht, sobald die untertauchen, haben die 4 Grad. Na, das Ganze braucht schon eine bestimmte Zeit, bis das U-Boot die Wärme abgibt. Bis dann, wir wissen ja nicht, ob die Heizung ausgefallen ist, wir wissen nicht, ob die Elektrizität ausgefallen ist oder nur die Kommunikation ausgefallen ist. Also die Temperatur kann ein Problem sein. Unmittelbar in den 96 Stunden ist nicht damit zu rechnen, dass die zwar
massiv unterkühlt sind, aber aufgrund von Nahrungsmitteln und so weiter kann man das natürlich schon ein bisschen kann man damit umgehen. Wir haben das gesehen, es hat schon einmal eine ähnliche vergleichbare Situation gegeben, mit sogar einer vergleichbaren Dauer. Das waren die Astronauten bei Apollo 13, die haben auch eine Raumkapsel gehabt, die extrem kalt war und man überlebt das schon. Angenehm ist es nicht. Problematisch ist hier eher der Sauerstoff oder vor allem das zu viel an CO2. Wissen Sie genau, zufällig Herr Frischauf, wie auch das aufgebaut ist, weil CO2 ist ein großes Thema, nicht nur der mangelnde Sauerstoff. Wissen Sie, wie das dort gefiltert wird in diesem speziellen Tauchboot? Ich weiß nicht, ich glaube, die Spezifikation ist nicht genau im Kopf, aber soweit ich weiß, gibt es reine Sauerstoff, also die können Sauerstoff zuführen, die haben auch Filter an Bord. Das ist das Gleiche, was wir in der Raumfahrt verwenden. Die binden das CO2 aus der Luft, aber die sind irgendwann gesättigt. Also in dem Film Apollo 13, was der Werner gerade erwähnt hat, kommt das auch vor. Das ist eine chemische Verbindung und die saugt das CO2 aus der Luft raus. Denn wie gesagt, das Problem ist eigentlich, dass man der CO2-Vergiftung sterben würde am Anfang. Wenn man es über 8-9% CO2 kommt in der Luft, dann ist es zu viel irgendwann einmal und dann beginnt man wegzudämmern langsam. Ja, dann kann man nicht mehr gescheites Urteilsvermögen werden, bis man dann wirklich einmal bewusstlos wird und dann wirklich ja, daran stirbt auch. Ja. Wissen Sie, ob es ein elektrisches, ein Filtersystem gibt, das auch Strom braucht oder wird das anders gemacht? Also diese Filtersysteme arbeiten typischerweise so, dass man die Luft umwälzen muss, weil sonst würde da praktisch in der Umgebung halt einfach nur die Luft abgesättigt werden. Also man saugt das praktisch an, lässt es durch, das geht so durch Kapillarwirkungen durch und da muss man halt schon einen Luftstrom durchbewegen halt die ganze Zeit. Aber ich würde mal davon ausgehen, nachdem das so ein essentielles System ist, ist das wahrscheinlich dann in einem zweiten Stromkreis drin oder es ist relativ autark sogar. Ja? Normalerweise sind solche Systeme so aufgebaut. Herr Gruber, aus Ihrer Sicht, wie lange könnte auch die Kapazität vom Volumen her ausreichen, dass selbst wenn dieses Filtersystem aufgrund vom Stromausfall tatsächlich komplett ausgefallen ist, dass die CO2-Konzentration so niedrig bleibt, dass man noch überleben kann? Da ist die Frage, wie gut sind die im Basteln? Wir haben tatsächlich auch wieder, ich kann nicht, Apollo 13 kann man wirklich als Beispiel dafür nennen. Man kann sich auch so einen Ventilator selber bauen, der, wie der Kollege Frischauf, der Norbert erwähnt hat, dass ich den Luftstrom herstelle und den betreibe ich halt dann mit Menschenhand. Das geht schon. Wie effektiv das ist, steht auf einem anderen Blau Papier. Das Problem ist nur, und wir müssen uns jetzt schon darüber im Klaren sein, diese 96 Stunden sind in genau 2 Minuten vorbei. Und also ich würde jetzt davon ausgehen, wann nicht in den letzten 4 Stunden wir das nicht durch Kommunikation erhalten haben, dass 5 Menschen mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit nicht mehr lebendig geborgen werden. Und da ist jetzt nur die Frage, woran ist es wirklich gescheitert? Und es ist im Moment eigentlich nur alles Kaffeesud lesen, weil wir nicht wissen, was ist wirklich passiert. Es könnte genauso passiert sein, dass vor, das sind ja glaube ich nach 1,5 Stunden ist der Kontakt abgebrochen, dass es hier einen Haarriss gegeben hat. Wir dürfen nicht vergessen, das ist leider ein U-Boot, das aus 2 Komponenten gebaut wird, Kohleverbundstoffe und Titan. Das heißt, ich habe in einer wässrigen Lösung an den Kontaktstellen, wann bei dem Kohleverbundstoff irgendwas nicht ganz passt, habe ich Graphit versus Titan. Damit habe ich im Salzwasser massive Korrosion. Das kann man schnell zu einem Haarriss führen. Und wenn das der Fall ist, in einer gewissen Tiefe führt man das dazu, dass ich einen massiven Wassereinbruch habe, die ganze Luft rauskommt und die Damen und Herren schon 1,5 Stunden nachdem sie untergetaucht sind, schon verstorben sind. Also das ist genauso möglich, wie dass sie tatsächlich gerade noch leben oder gerade am Überleben sind. Wir wissen es nicht. Herr Frischauf, als Sie von dem Fall gehört haben, seit Sonntagvormittag wird dieses Tauchboot ja schon vermisst. Haben Sie überhaupt damit gerechnet, dass hier eine rechtzeitige Bergung tatsächlich möglich ist? Ja, eigentlich schon. Natürlich ist das, wie gesagt, ein großes Gebiet, das man abdecken muss. Es wurde ja von 20.000 Quadratkilometern geredet. Die Chance war natürlich viel höher, wenn die an die Oberfläche gelangt wären, wenn zum Beispiel ein massiver Stromausfall gewesen wäre, weil sie wären an der Oberfläche gedümpelt, so wie es jetzt ausschaut. Wenn das mit den Klopfzeichen gestimmt hat, waren sie ja eher unten, weil von der Oberfläche wären keine Klopfzeichen gekommen, wenn es wirklich von diesen Menschen war, von den Insassen. Am Boden unten ist es halt unendlich schwer, wenn man nicht ständig irgendwelche Klopfsignale bekommt, die wirklich diesem Schiff zuzuordnen sind, dann suchst du die Heunadel.
die Nadel im Heuhaufen. Es ist unendlich komplizierter. Wie gesagt, da liegen Trümmer umeinander. Es ist ja nicht nur so, dass der Boden gewählt ist. Wenn die in der Nähe von der Titanic liegen, da liegen ja auch Trümmer herum. Das Schiff ist ja nicht in einem Stück runtergegangen. Das ist ja zerbrochen. Da sind ja, da liegen ja Sachen herum. Dagegen fällt ein 6-Meter-Stück gar nicht wirklich auf. Ja. Herr Gruber, Sie möchten was dazu sagen? Ja, vielleicht nur ganz kurz. Also das Problem, was wir bei der Suche haben, ist jetzt, so wie der Norbert vollkommen richtig sagt, ein großes Gebiet. Wir dürfen aber nicht vergessen, es ist im Dunkeln. Das heißt, wir sehen nichts. Auch wenn ich jetzt da einen Tauchroboter runterschicke, der sieht man maximal ein Gebiet von 10, 20, 30 Meter und das war's. Und wir haben ein Gebiet abzusuchen, das ist so groß wie Niederösterreich und Oberösterreich. Und das auf einem Boden, der auch nicht besonders angenehm ist. Und dann haben wir nur eine Meeresströmung. Diese Meeresströmung, die tatsächlich am Boden dafür gesorgt hat, dass die Titanic nicht von Sedimentgesteinen bedeckt ist, sondern dass die nur relativ frei herumsteht. Das heißt, wir haben sehr viele Parameter und wir sehen dort unten nichts. Das heißt, diese Klopfzeichen wären, wenn sie wirklich echte Klopfzeichen sind, das Einzige, um zu identifizieren, genau da ist es. Du siehst dort unten nichts und du kannst jetzt mit 500 Tauchrobotern das Gebiet abgrasen in 96 Stunden. Wirst du das, wenn du nicht Glück hast, wirst du das nicht finden. Das muss man vielleicht einmal noch ganz kurz erklären. Die Klopfzeichen selber helfen uns zwar ein bisschen, aber die führen uns auch nicht direkt hin. Das Wasser ist, man muss es vorstellen, wie wenn man, wie wenn sich der Werner und ich jetzt unterhalten wollten und wir stehen in einer Autobahn, es geht der Wind, ja, da kann der Wind eben den Schall zu uns tragen und auch von uns wegtragen. Und dort unten sind extrem viele Meeresströmungen und die leiten die Schallwellen durch die Gegend. Man hört ja nur, es ist wie bei den Fledermäusen, man arbeitet mit Ultraschall und je nachdem wird es hin und her geleitet. Ja. Also man müsste das wirklich öfters hören, dass man diese Fehler rausrechnen kann, damit man dann einmal weiß, okay, die Fehlerkurve ist so groß oder das Fehlergebiet und dann wird es immer kleiner, kleiner, kleiner. Das heißt, man müsste öfter diese Pinkzeichen bekommen und dann mehrmals eben beobachten, damit man den Fehler rausrechnen kann. Wenn man es nur ein paar Mal hat, hilft uns auch nicht viel. Ja. Wie viele Tauchboote gibt es denn überhaupt, die so tief tauchen können, auch bemannt? Darf ich bei Ihnen vielleicht, Herr Gruber, anfangen? Vielleicht noch ganz kurz zu den Klopfzeichen. Wir haben jetzt nicht nur das Problem mit den Strömungen, wir haben noch etwas viel Gemeineres. Auf diesen 3000 Höhenmetern unter Wasser habe ich auch verschiedene Wasserschichten. Und ich habe Wasserschichten, wo ich mehr Süßwasser und mehr Salzwasser habe. Das führt mir zu massiven Reflexionen. Das heißt, das, was der Norbert sagt, ist noch viel komplizierter. Nämlich nicht nur, dass ich das Gebiet habe, es kann mir passieren, dass ich die Klopfzeichen aus einem scheinbar ganz anderen Gebiet als Reflexion einer Wasserschicht wahrnehme. Also das Ganze ist tatsächlich nicht so was, wo man sagt, naja, da hänge ich jetzt 5 Mikrofone oben und mache das, was man über eine klassische Triangulation macht. Das ist vielfach komplizierter und da muss ich einmal überhaupt Mikrofone finden, die in 3000 Meter Wassertiefe überhaupt nur funktionieren. Und dann haben wir, und das macht die Sache auch nicht recht viel einfacher, jetzt dort einen vermehrten Schiffsverkehr. Das heißt, die Schiffsschrauben sind auch noch aktiv, plus nur ein paar Roboter, die jetzt schon unten etwas suchen. Die hört man nämlich auch. Das heißt, eigentlich müsste man da sagen, so, und jetzt schauen wir mal, dass einmal für 3-4 Stunden kein einziges Geräusch hervorgerufen wird. Das muss man allerdings den Walen, die dort in der Gegend auch sind, auch mitteilen und sagen, so, liebe Wale, jetzt hört einmal auf mit euren Walgesang. Dann fangen wir an zu sagen, wo sind die genau? Nur, dass man ein bisschen verdeutlicht, das ist nicht so einfach, wie wir jetzt da oder wie man das jetzt zu Hause so leicht vorstellen kann. UI24 Special Report, das Thema des Tages. Herzlich willkommen zurück bei diesem Special Report. Ausgegebenem Anlass berichten wir jetzt über das Tauchboot Titan, das bereits seit Sonntagvormittag als verschollen gilt. Die Suchaktionen, die laufen auf Hochtouren. Dennoch, laut Experten, ist die Sauerstoffversorgung bereits nicht mehr vorhanden, denn der Sauerstoff, der dürfte mittlerweile auch ausgegangen sein. Und wir begrüßen auf der einen Seite hier im OE24 TV Studio Norbert Frisch auf. Vielen lieben Dank, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen. Auch der Physiker Werner Gruber ist uns per Skype zugeschaltet. Auch an Sie noch einmal ein großes Dankeschön. Wir haben gerade darüber gesprochen, wie schwierig es ist, in dieser Situation überhaupt, selbst wenn es Klopfgeräusche gibt, diese auch tatsächlich zu lokalisieren oder ausfindig machen zu können. Meine Frage jetzt, wie viele oder was schätzen Sie, wie viele Möglichkeiten gibt es überhaupt, Gerätschaften gibt es überhaupt, auf diese Tiefe von 3800 Meter hinunterzutauchen? Sind das eher unbemannte Fahrzeuge oder hier Schiffe oder sind das doch auch bemannte?
Also ich würde mal sagen, momentan sind es größtenteils unbemannte Systeme. Ich weiß, wie viele bemannte Systeme es noch gibt, aber die könnten ja gar nicht helfen, weil man kann ja die Menschen nicht transferieren. Erstens sind die sowieso eingeschraubt fix in diesem U-Boot, oder also kein U-Boot, das ist ein Tauchboot in dem Sinne. Also man kann wirklich nicht viel machen, wenn man selber runtertauchen würde bei der Geschichte. Viel gescheiter ist, man hat wirklich unbemannte Systeme dort mit so Greifarmen, die, falls sie wirklich verheddert sein sollten, die befreien könnten. Ja? Das ist schon das Einzige, was man vorstellen kann. Und sonst darf man nicht vergessen, diese Tiefe von 3.800 Meter, 4.000 Meter, das ist absolutes technologisches Neuland da unten. Da bewegt sich kein U-Boot normalerweise. Die besten U-Boote der Welt, wir reden von Militär-U-Booten, tauchen typischerweise bis 900 Meter Tiefe. Bestenfalls vielleicht 1.200, das ist dieses sowjetisch-russische Alpha-U-Boot. Und dann ist es Ende. Darunter spielt sich nichts mehr ab normalerweise. Was meinen Sie, Herr Gruber, gibt es hier auch geeignete Schiffe, die bemannt so tief fahren könnten, dass sie tatsächlich auch noch eine Hilfe für das U-Boot Titan wären? Also ob das bemannte Boote sind oder nicht, ist ziemlich egal. Das Hauptproblem, was man hat, ist, man sieht nichts. Und was man jetzt, und das ist ein ganz wichtiger Grundsatz im Rettungs- und Bergeeinsatz, dass man nicht sich jetzt selber nur zusätzlich gefährdet und unbemannte Boote. Und da jetzt kommen wir zum eigentlichen Problem. Es gibt weltweit, und das ist jetzt eine Schätzung, würde ich mal sagen, so zwischen 40 und 50 Boote, U-Boote, die da in diese Tiefe vorstoßen können. Das Problem ist nur, die sind weltweit verteilt. Und es ist halt nicht so einfach, so ein Boot in einen Hubschrauber hineinzubringen und dorthin zu fliegen, weil die Dinger sind groß. Das heißt, man muss sich auf das, was es hier an der Ostküste der USA zur Verfügung gibt, da haben wir tatsächlich den Vorteil über die amerikanische Navy, als auch über die Küstenwache, die sind auch sehr gut ausgestattet, dass man da auf etwas Material zugreifen kann. Und das ist ein bisschen das Glück und es ist doch relativ knapp vor der Küste. Aber also alles, was es im Moment gibt, wird eh verwendet. Aber ich erinnere daran, man sieht am Meeresboden nicht mehr als 40, 50 Meter und wir wissen nicht, ob sich die am Meeresboden befinden oder ob die irgendwo zwischen Meeresboden und Meeresoberfläche herumtreiben. Das kann nämlich genauso der Fall sein. Und dann hast du sowieso also eigentlich kaum eine Chance. Das ist ein ganz interessanter Aspekt, den der Werner bringt, mit dem nichts sehen. Ja. Deswegen bringt auch ein bemanntes Schiff, wenn es jetzt runtertauchen könnte, nicht wahnsinnig viel. Weil die Situational Awareness, also was die Typen wahrnehmen können und die in dem Boot sitzen, ist nicht viel anders, als ein Roboter sieht. Die können bestenfalls mit Sonar agieren, die können bestenfalls einen kleinen Lichtkegel vor sich haben. Also sofern die Kommunikation von da unten rauf zu den Transportschiffen oder den Operationsschiffen funktioniert, ist ein Roboter-Boot genauso gut wie ein bemanntes. Weil bemannte Schiffe haben nur den großen Vorteil, dass die Entscheidung vor Ort ist. Ich habe praktisch den Wissenschaftler, den Forscher, den Ingenieur vor Ort, dass der sofort reagieren kann, wenn er was sieht. Nur wenn der nicht mehr wahrnimmt als ein Roboter, dann ist der Vorteil weg. Und wenn ich eine gute Kommunikation habe, dann kann ich oben auch die Entscheidungen treffen, dann muss ich nicht unten sein. Und dann macht es eigentlich viel einfacher, wie der Werner gesagt hat, ein kleineres, leichteres Boot irgendwo hin zu transportieren, als ein 10,5 Tonnen, 15 Tonnen Tauchboot irgendwo hin zu transportieren. Darf ich Sie fragen, ganz allgemein, wie funktioniert ein Sonarsystem überhaupt? Ein Sonarsystem ist eigentlich nichts anderes, was die Fledermäuse machen. Ja, die verwenden ja auch, weil sie auch in der Nacht fliegen und nichts sehen können, machen die Ultraschallgeräusche. Warum Ultraschall? Weil der relativ lokal gut lokalisiert werden kann. Und wenn er etwas auftrifft, dann kommt er wieder zurück. Das ist das Gleiche, wenn man mit einer schwangeren Dame ins Spital geht und dann schaut man sich das Baby an. Da gehen auch Ultraschallwellen durch den Körper im Endeffekt durch. Dort auch. Das ist dann wie Radar, nur sind es halt Schallwellen, die treffen auf, werden zurückreflektiert. Und aus der Laufzeit bei den Ohren kann man bestimmen, kommt es von links, kommt es von rechts, kommt von oben, von unten. Und im Laufe der Evolution haben die Fledermäuse das so perfekt funktioniert, dass sie damit auch Insekten fangen können. Und unter Wasser macht man das im Endeffekt auch. Die Meister darin sind die Delfine und die Wale. Die jagen damit ihre Fische. Aber muss man dann eigentlich auch von vornherein die Beschaffenheit kennen? Das heißt, man kann dann ausmachen, okay, es trifft auf einen Widerstand, wird zurückreflektiert. Aber was hilft mir das, wenn ich gar nicht weiß, was da vor mir unten ist? Ja, das ist ein bisschen spannend. Das ist, bei diesen Reflexionen erkennt man schon, was es ist. Also wenn man Detektoren hat, die gut genug natürlich sind, auch die Erfahrung hat. Man sieht das ein bisschen bei Jagd auf Rot Oktober, diese Signale, die da zurückkommen, die sind schon sehr eindeutig. Oberflächen reflektieren anders, wenn das zerklüftet ist, wenn das rau ist, wenn das Metall ist, wenn das Carbon ist, das schaut unterschiedlich aus. Ja. Herr Gruber, Sie wollten was sagen? Ja, und zwar die Erklärung von Norbert, absolut richtig, bei den Fledermäusen mit einem sehr hochfrequenten Schallbereich. In der Tiefe des Meers verwendet man eher den Infraschall, das heißt eher Signale, die eher sich langsam ändern.
Das große Problem ist nur, dieses Boot ist klar. 6-7 Meter. Und ich möchte daran erinnern, wie man damals mit Sonar die Titanic versucht hat zu finden, war das ein sehr langes Unterfangen. Das hat einige Monate gebraucht, das zu finden. Und das Ding, die Titanic ist groß im Vergleich zu dem U-Boot, was jetzt gesucht wird. Das heißt, mit einem Sonar selber wird man das Boot, ich sage einmal, das ist klar, da gibt es Objekte, die herumschwimmen und das müssen jetzt nicht Wale sein. Es gibt da durchaus auch einige biologische Strukturen, wo galertartige Masse zusammenhängt. Da kommt dann tatsächlich das, was der Norbert sagt. Da ist wichtig, wie schaut die Reflexion genau aus, kann man dann biologisch und metallisch gut voneinander unterscheiden. Aber das Ding ist klar. Und damit noch einmal so schwer zu orten, als wenn ich jetzt sage, ich habe da ein großes, massives Objekt. Und dann darf man nicht vergessen, wenn das irgendwo auf einer Meeresoberfläche ist. Ja, da gibt es auch so kleine Hügel, die nicht recht viel anders ausschauen, als genauso ein U-Boot, was da am Boden liegt. Also das zu erkennen, schwierig. Gibt es irgendein anderes System, was hier helfen könnte oder Abhilfe schaffen könnte? Was hier ganz interessant wäre, sind Infrarotkameras, die übrigens eh auch eingesetzt werden. Das Problem ist, die Infrarotkameras kann ich in den ersten Stunden einsetzen, weil jetzt haben wir eine Hülle, die wahrscheinlich schon die Außentemperatur hat. Das heißt, jetzt bringen wir die Infrarotkameras auch nichts. Die Infrarotkameras sind dann extrem gut, da waren sie, wenn das relativ frisch passiert ist, wo man sagt, da gibt es einen Fleck, der ein bisschen heller leuchtet. Wir haben, und das ist ein bisschen das Problem bei der Infrarotortung unter Wasser, es ist nur ein sehr schmaler Bereich, wo Infrarotortung funktioniert und es sind nur sehr wenige Infrarotkameras genau dafür geeignet, weil Wasser und Infrarotstrahlung auch nicht miteinander können. Also normalerweise, wenn es extrem feucht ist, ist Infrarotstrahlung ein ziemliches Problem, deswegen gibt es ja keine sehr wenig Infrarotastronomie, weil wir einfach sehr viel Wasserdichte durchaus in der Atmosphäre haben. Aber Infrarotstrahlung hätte vor, ich sage einmal, 40, 50, 60 Stunden tatsächlich was bringen können. Jetzt ist auch diese Option leider ausgeschöpft. Sehen Sie überhaupt noch Optionen jetzt? Wir wissen, der Sauerstoff ist schon im Grunde zur Neige gegangen, zu Ende gegangen. Gibt es jetzt noch Chancen, wirklich die Menschen noch Leben zu finden? Glauben Sie? Ich fürchte momentan, es ist sehr, sehr schwer. Also Werner hat es ja auch schon geschildert zuerst. Wir können, wenn wir keine Klopfzeichen haben, ist es mit der Ortung schwierig. Auch wenn die jetzt weiter fortgehen, ist es noch immer schwierig in der Kürze der Zeit, die eigentlich jetzt schon abgelaufen ist, trotzdem die noch dingfest zu machen. Dann müsstet man runterkommen mit dem Roboter. Gut, der ist vielleicht in 1-2 Stunden unten. Ne? Wenn die jetzt wirklich nur verheddert sind, dann würde es vielleicht funktionieren. Praktisch, wenn die eher aufsteigen wollten, aber irgendwie sich verheddert hätten. Ja? Aber so wie es ausschaut, ist das eben nicht der Fall. Ich habe es gestern erzählt, das Problem ist eigentlich, dass dieses Ausblasen eigentlich deppensicher ist. Das hängt normalerweise nicht mit Strom zusammen. Das ist ein normaler gasdynamischer Vorgang. Du hast Ausblasetanks, die machst du dann dicht, die sind mit Wasser gefüllt, dann bist du schwerer, sinkst ab. Und wenn du auftauchen willst, dann lässt du eine Gasflasche das Gas entweichen, das verdrängt das Wasser, füllt diese Ausblasetanks mit Luft, du wirst leicht und steigst wieder auf. Das geht eigentlich immer. Also das muss eigentlich immer funktionieren können. Aber selbst wenn in einem U-Boot der ganze Strom weg ist, geht das noch immer. Ja? Also wenn das nicht funktioniert, dann ist das, da muss schon wirklich was Gröberes passiert sein. Ja? Ja. Gehen Sie auch davon aus, ja, Herr Gruber, Sie möchten? Vielleicht nur ganz kurz. Norbert, das Problem ist, das funktioniert bei den klassischen U-Boote bis maximal einer Tiefe von 800 Meter, weil dann ist das Problem, dass der Gasdruck nicht mehr so groß ist, dass er gegen den Wasserdruck aktiv werden kann. Wir haben ein U-Boot verloren von den Amerikanern, das eine Tauchtiefe, also wo dieses System bis 800 Meter tatsächlich funktioniert, genauso wie es das du beschrieben hast, Ventil aufmachen. Unter 800 Meter Tiefe funktioniert das System leider nicht mehr. Und die können zwar tatsächlich etwas tiefer tauchen, arbeiten dann aber mit dem Bernoulli-Effekt, dass sie hydrodynamisch eine gewisse Geschwindigkeit brauchen, um wieder die Höhe zu erreichen, also wie ein Flugzeug. Ab einer gewissen Tiefe ist es leider, brauche ich dann tatsächlich geeignete Pumpen, um das Wasser rauszubringen, weil der Luftdruck nicht mehr ausreichend stark ist. Die Luft wird so stark komprimiert, dass er sie nicht mehr ausdehnen kann. Und man braucht hier andere Systeme. Man hat zum Beispiel bei der Nautilus, hat man hier verwendet Benzin, das man dann auslassen hat. Dieses Benzin ist dann ersetzt worden durch Luft und das war ein relativ gefinkeltes System. Vielleicht kurz zur Frage, wie schaut es aus, sagen wir mal so,
manche Damen und Herren setzen auf das Konzept Glauben, also beten. Das kann man nur machen vom Standpunkt der Technik und Naturwissenschaft, glaube ich nicht mehr, dass wir diese 5 Personen lebendig sehen werden, so traurig es ist. Das Einzige, was wir jetzt noch machen können, ist herausfinden, warum und wieso ist das passiert, dass bei anderen Tauchvorgängen und bei anderen U-Booten nicht derselbe Konstruktionsfehler oder dasselbe Problem auftritt. Das ist das, wir müssen jetzt daraus lernen, das ist das, was dass dieser Tod dieser 5 Personen nicht ganz umsonst war. Es werden einige Einsatzkräfte jetzt mit auch der geringen Chance, jetzt noch jemanden Leben zu bergen, wahrscheinlich auch kehrt machen. Jetzt wird die Suche dann nach dem Tauchboot wahrscheinlich weitergehen. Glauben Sie, wird das überhaupt gefunden werden? Wenn es nicht aktiv pingern kann, dann wird das sehr, sehr schwierig werden. Wir reden von einem ganz einem großen Gebiet. Vielleicht haben wir Glück. Kommissar Zufall schlägt ja auch immer zu beim Verbrechen. Ne? Das kann da unten natürlich genauso passieren. Aber für die Zukunft, glaube ich, wäre eine ganz eine wichtige Geschichte die, dass diese U-Boote ein aktives Ping-System mit haben, so ein aktives Sonarsystem mit haben. Einfach so, wie wir es bei den Flugzeugen haben mit diesem Crash-Sender, wenn du aufschlägst, dass der dann einfach ein Signal abgibt und er weiß, dass was passiert. Ne? Dann soll dieses Ding halt ein vollkommen autonomes System haben, da drückt man auf den roten Knopf oder was auch immer, was passiert, oder nach einer gewissen Zeit, wenn es da unten drunter ist, startet dieses System automatisch, damit es dann selber eben eine Art Morse-Code oder was auch immer abgibt und man kann dieses System auch finden. Ich glaube, das ist eine der wichtigsten Lektionen, die man aus der Geschichte jetzt gelernt hat. Mhm. Herr Gruber, sehen Sie das genauso? Ich sehe das absolut genauso. Ich glaube, dass es jetzt nicht nur so ein Sonarsystem gibt, da vielleicht auch nur optisches System, Notfallboje. Also da gibt es jetzt verschiedenste Varianten. Ich glaube, was jetzt für uns übrig bleibt, ist, dass wir etwas daraus lernen, Mitgefühl für die Familien. Umgekehrt muss ich auch dazu sagen, jeder, der sich in so ein Boot begibt, auf so ein Abenteuer, weiß, worauf er sich einlässt. Also das muss man jetzt auch fairerweise dazu sagen, das gilt für alles. Und wenn ich daran denke, jetzt beim normalen Autoverkehr oder Straßenverkehr, wie viele Verkehrstote es vor langer Zeit gegeben hat, wo der Verkehr noch etwas geringer war und wie viel es jetzt gibt. Und da ist allein im klassischen 3-Punkt gutes System, was wir in jedem Auto haben und wir haben nicht umsonst die Anschnallpflicht. Ja, das hat irrsinnig viel Menschenleben gerettet und genauso werden auch hier Maßnahmen, zum Beispiel dieses aktive Ping, das kann man ja, das muss ich nicht einmal über Notfallknopf haben, das kann ich die ganze Zeit eingeschaltet haben und von mir aus sogar nur ein doppeltes. Wir haben ja auch gelernt bei den Lawinenopfern, dass es wichtig ist, einen Lawinensuchsender dabei zu haben und auch den Empfänger. Und das sind alles Dinge, daran lernt die Menschheit und damit werden auch in der Zukunft, und es wird sicher, ich bin überzeugt, dass es in 4, 5, 6 Jahren wieder ein solches U-Boot geben wird, wo Touristen runterfahren können, allerdings wo man das dann um ein Vielfaches sicherer macht. Ja, das ist das, was Technikgeschichte ist. Wir lernen dazu und das ist das, worum es eigentlich auch geht, dass man Dinge sicherer macht. Und wir dürfen eins nicht vergessen, dieses U-Boot war jetzt zwar einerseits kommerziell, wurde aber auch stark für die Wissenschaft verwendet. Es hat viele Wissenschaftler gegeben, die Titanic besucht haben, und zwar nicht aus historischen Prozessen, sondern man hat nicht genau gewusst, wie verrottet dieses Material am Meeresboden. Und da ist man drauf gekommen, dass es dort Bakterien gibt, für die hat man damals noch nicht einmal einen Namen gehabt, und dass sogar Stahlkonstruktionen, wenn man die tatsächlich, die hat man versucht draufzunehmen, hat man in so einen Behälter reingegeben und hat sie dann auf die Oberfläche gebracht. Und die haben wirklich originalmäßig ausgesehen. Und sobald man sie ganz leicht berührt hat, sind sie zerbröselt, weil sie tatsächlich von Bakterien komplett, dieser Stahl, wo du sagst, bei Stahl ist man nicht davon ausgegangen, von Bakterien zersetzt war und nur manche Strukturen noch erhalten geblieben sind. Das heißt, wir wissen tatsächlich über Mond und über die Mondoberfläche mehr als über den Meeresboden. Das heißt, die Forschung auf dem Gebiet ist wahnsinnig wichtig. Und ich glaube, Norbert, du hast das gestern in einem Interview so schön erwähnt, es besteht die Möglichkeit, dass am Meeresboden das Leben auf der gesamten Erde entstanden ist. Ja, dem müssen wir nachgehen. Wir müssen nicht nur den Mars erforschen, wir müssen auch die Meeresoberfläche, den Meeresboden erforschen. Denn das ist das, was die Triebkraft der Menschheit auszeichnet, Wissenschaft und Forschung. UI24 Special Report. Das Thema des Tages.
Der 22. Juni, der Special Report, der berichtet jetzt auch über das weitere Vorgehen rund um das Tauchboot Titan, das bereits seit Sonntagvormittag als verschollen gilt. Man wollte einen Ausflug zum Wrack der Titanic machen, doch bereits nach 1,5 Stunden ist der Kontakt zum Begleitboot auch abgerissen. Wir begrüßen einmal mehr den Physiker Norbert Frisch auf bei uns. Vielen lieben Dank, dass Sie sich auch weiterhin die Zeit für uns nehmen. Und auf der anderen Seite ist uns auch per Skype Werner Gruber zugeschaltet. Auch an Sie noch einmal vielen lieben Dank. Wir müssen leider Gottes mittlerweile davon ausgehen, dass der Sauerstoff bereits ausgegangen ist, dass kaum noch Überlebenschancen gegeben sind. Doch das, was wir auch sagen müssen, so wie wir es auch jetzt gerade besprochen haben, es wird einiges daraus gelernt werden. Doch dafür ist es wahrscheinlich notwendig, auch dieses Tauchboot zu finden. Herr Gruber, noch einmal die Frage an Sie. Sie gehen wahrscheinlich nicht davon aus, dass das in nächster Zeit passiert. Also ich gehe jetzt davon aus, dass in den nächsten Stunden, wahrscheinlich spätestens in 10 Stunden, wird es eine Pressekonferenz geben, wo man von einer Rettungsmission zu einer sogenannten Bergemission übergehen wird. Zwischen Rettungs- und Bergemission ist einfach der Unterschied die Kosten. Das heißt, man wird jetzt einmal, weil es könnte ja sein, dass sich auch andere Schiffe an anderen Bereichen in Seenot befinden und dieses Leben zu riskieren für ein Boot, wo man, das man eigentlich jetzt aufgeben muss, wird man jetzt nicht menschliche oder auch wird man nicht keine Ressourcen großartig aufwenden. Das heißt, es werden jetzt einmal wieder einige Schiffe auf ihre Heimatbasis zurückgelangen. Und dann wird man einmal beginnen, und das ist das, was in jeder Krisensituation sinnvoll und notwendig ist, einen Plan zu machen, wie geht man mit der Situation um. Ich gehe davon aus, es werden einige unbemannte Tauchroboter einmal das gesamte Gebiet um die Titanic einmal genauer erforschen. Das wird einige Tage brauchen, denn das ist ja das Wahrscheinlichste, wo man die Suche beginnen wird. Und sobald das erledigt ist, wird es einen großen Plan geben. Man wird dieses Boot sicher nicht aufgeben. Man wird es sicher versuchen zu bergen, um vor allem daraus für die Zukunft zu lernen. Was können wir alles für die Zukunft auch lernen von diesem Tauchboot, Herr Frischhoffen? Ich glaube, wir können ein bisschen Anleihen nehmen an der Luftfahrt. Immer wenn ein Flugzeug abstürzt, so tragisch das Ganze ist, dann sammelt man alle Trümmer ein, versucht das Flugzeug wieder zusammenzusetzen, um herauszufinden, was passiert ist. Weil nur so machen wir die Flugzeuge sicherer. Die Flugzeuge, so arg es ist, ja, sind deswegen so sichere Verkehrsmittel geworden, weil so viele Leute damit abgestürzt sind früher. Ne? Also die ersten Flugzeuge waren Piloten, die konnten ja gar nicht fliegen. Es gab keine Pilotenausbildung vor 100 Jahren im Endeffekt, ja, oder vor 120 Jahren. Das heißt, nur Flugzeuge, die stabil genug waren, dass sie ein Depp fliegen konnte, sind auch geflogen. Alle anderen sind abgestürzt. Und das hat über die Zeit die Flugzeuge so sicher gemacht. Aber wir haben immer wieder geschaut, was ist passiert, wie könnte man es besser machen und immer wieder verbessert. Es ist mit Autos genau das Gleiche gewesen. Wenn man sich erinnert, was da am Anfang passiert ist, mit den Zügen das Gleiche, immer, und den Schiffen auch. Ja. Wir brauchen also diese Fehlerkultur, und im Zuge dieser Fehlerkultur, um die Sachen immer sicherer, immer besser zu machen, ist es halt wichtig, jetzt auch dieses Schiff zu bergen, um herauszufinden, was wirklich passiert ist, damit der Fehler nicht noch einmal passieren kann. Das sind wir den Kollegen da unten auf jeden Fall schuldig, so oder so. Mhm. Auf der einen Seite gibt es Fehler, die jetzt erst eruiert werden können, wenn man das Tauchschiff gefunden hat. Auf der anderen Seite gab es von vornherein bereits Kritik, dass es nicht sicher genug gewesen wäre. Herr Gruber, welche Fehler hätte man dann von vornherein sehen können? Naja, das teuerste an einem U-Boot ist nach wie vor die Einstiegsluke, denn sie stellt den Kontakt zur Außenwelt dar. Und jetzt nur die technische Herausforderung wäre, einen Hohlkörper herzustellen aus einem Material, der innen hohl ist und einen bestimmten Mindestdruck hat. Das klingt blöd, aber das ist eine Wochenendarbeit. Das ist nicht aufwendig. Das wirkliche Problem ist das Rein und Raus. Und da haben wir zwei wesentliche Bereiche. Das ist einmal die Sichtluke. Die muss gut abgesichert sein, hat aber wieder den Vorteil, dass das ein mechanisch stabiles Objekt ist, das jetzt keiner großen Variation unterliegt. Da kann man vernünftige Dichtungen verwenden. Ich glaube, hier verwendet man sogar tatsächlich als Dichtungsringe nicht Gummi, wie man es erwarten würde, sondern Gold. Wirklich, da wird tatsächlich Goldrahmen herumgelegt. Das dichtet irrsinnig gut ab, hat sogar, je größer der Druck ist, eine höhere Dichtwirkung. Und das Zweite, und das ist halt das große Problem, die Luke, die muss auch dicht sein. Allerdings ist das ein beweglicher Teil. Und alles, was beweglich ist, kann Probleme verursachen. Und wir haben das bei einem sehr dramatischen Vorfall erlebt, in einem komplett anderen Bereich der Raumfahrt.
wie Apollo 1 die Astronauten im Inneren der Kapsel verbrannt sind, weil sie die Luke nicht aufmachen konnten. Die Amerikaner, wenn man sich die Raumfahrt anschaut, haben gerade mit ihren Luken jede Menge Probleme gehabt. Das war bei den Mercury-Kapseln das erste Mal, wo sie in den Weltraum hinausgeflogen sind, sind einer die Kapseln, die Luken teilweise aufgegangen, total unbeabsichtigt, zum Glück zu Zeitpunkten, wo nichts passiert ist. Dann sind sie mal wieder nicht aufgegangen. Gerade in diese Lukenforschung, im wahrsten Sinne des Wortes, muss man irrsinnig viel Zeit und Geld investieren. Und das ist auch der große Kritikpunkt, der von vielen aus dieser Branche kommt, dass diese Luke nicht vorhanden war, sondern die Astronauten wurden tatsächlich mit mehreren Schrauben eingeschraubt und man kann das Ganze nur von außen tatsächlich lösen. Und das ist natürlich ein Mordsproblem. Ja, und es ist zwar vielleicht etwas sicherer, aber auf Dauer keine Lösung. Es stellt sich natürlich die große Frage, unter Lebensgefahr begibt man sich auch auf ein solches Abenteuer, eine lange Liste auch, die man unterschreiben muss, zu lesen hat, unterschreiben muss. Ich darf Ihnen zuerst, Herr Gruber, die Frage stellen, würden Sie sich in ein solches U-Boot hineinsetzen? Sofort, also ganz ehrlich, ja. Die Wahrscheinlichkeit, und jetzt muss man auch wieder so ehrlich sein, dass etwas passiert, wenn ich heute mich in, ich werde heute am Abend, muss ich wohin fahren zu einem Vortrag, und ich werde mich ins Auto setzen und sobald ich im Auto sitze, weiß ich, dass auch wenn ich vorsichtig fahre, ich jederzeit von einem anderen Fahrzeug abgeschossen werden kann. Ich habe selber vor 2 Wochen einen Wildschaden gehabt. Zum Glück war es nur ein kleines Rehkitz. Aber wenn das Ding ein großer Rehbock gewesen war, weiß ich nicht, ob ich heute noch da sitzen werde. Ja, es ist, und es ist eine unangenehme Weisheit des Lebens, das Leben ist lebensgefährlich für uns alle. Gut, wir kommen da nicht lebendig außer. Trotzdem, und das muss man auch sagen, es ist halt schon spannend, Dinge zu sehen, die man vielleicht sonst so nicht sieht. Und ja, es ist gefährlich. Allerdings, und das ist jetzt der große Kritikpunkt, es ist fahrlässig gefährlich gewesen, manche Dinge hier nicht zu machen. Und vielleicht hat das alte Beispiel, wo man immer sagt, na, würdest du in einer russischen Raumkapsel auffliegen? Ja, ehrlich gesagt, lieber als bei einer amerikanischen. Die amerikanischen sind zwar besser designt, aber die russischen, die halten echt mehr aus. Lieber Norbert, bitte. Ich kann dem nur beipflichten. Also ich fliege auch lieber mit einer russischen Raumkapsel rauf. Die gibt es seit 50 Jahren, die schaut immer gleich aus. Die Russen sagen, ich muss einen Holzschnitzer. Ja. Die perfektionieren das über Jahre, Jahrzehnte. Ja. Die beginnen mit dem Holzprügel, schnitzen jahrelang bis zum Schluss eine elegante Rakete à la Soyuz rauskommt, die dann gut funktioniert. Das ist vom Standpunkt der Sicherheit immer besser als ein perfekt designtes Ding, das vielleicht nach 2 Kilometern zusammenbricht. Ja. Herr Frischauf, ist für Sie die Faszination, auch das Wrack der Titanic zu sehen, diese Lebensgefahr wert? Ja, mittlerweile würde ich sagen, jetzt steigere ich wieder ein in sowas, weil jetzt sind meine Kinder groß genug. Jetzt könnte ich sagen, okay, jetzt hätte ich dann kein großes emotionales Problem in dem Sinne der Welt jetzt schon lebewohl zu sagen, wenn man schief gehört. Ich steigere doch in eine Rakete ein und fliege drauf ins All. Das ist auch keine Diskussion. Aber das ist ja eine persönliche Entscheidung, die jeder für sich selber treffen muss. Da Werner und ich, wenn wir Kunst geflogen sind, da waren wir uns auch des Risikos bewusst. Natürlich versuchen wir, die Risiken zu minimieren, das ist ganz klar. Und man muss halt letztendlich immer Gefühl dafür haben, kann es gut gehen, kann es nicht gut gehen, ist es das wert? Ja? Das muss jeder für sich selber ausmachen. Die 5, für die war es offensichtlich auch, sie gesagt haben, ich gehe das Risiko halt ein. Wie gewusst haben sie, dass es schief gehen kann. Mhm. Herr Gruber. Ich würde auch OE24 empfehlen, dass Norbert Frischauf und ich vielleicht im Rahmen der Sommer, im Sommer ist ja immer so, dass Fernsehen nicht ganz so gesehen wird und vielleicht um höhere Zuschaltquoten zu erzielen als Born Männer versus Groß, das ist auch mit der Zeit Fahrt. Und auch Chubb Westenthaler wäre es vielleicht spannend, Norbert Frischauf und mich gemeinsam auf diverse Missionen zu sitzen. Wir sind beide bereit, in den Weltraum zu fliegen. Wir sind beide bereit, die Tiefsee zu erforschen. Wir können Ihnen fachlich etwas liefern, was Sie sonst nicht sehen würden. Und die Zuschauerquoten würden gewaltig sein.
Wir werden auf jeden Fall diesen Vorschlag sehr gerne weiterleiten. Aber natürlich auch die große Frage, es hat sich etwas verändert. Es ist ein Tourismus, der hier stattfindet. Personen, die teilweise einfach nur aus Neugier, auch um so einen Wrack zu sehen, da hinuntertauchen. Es war unter anderem ja auch ein Vater mit seinem 19-jährigen Sohn in diesem U-Boot. Jetzt ist natürlich auch die Frage, inwieweit wird sich das in Zukunft verändern? In Kürze kann man ja auch als Tourist in den Weltraum. Macht das, ist das noch gefährlich oder würden Sie sagen, im Weltraum ist das schon ein bisschen besser durchdacht und auch mehr erprobt? Herr Gruber. Also ich glaube, dass im Moment die Reise zur Tiefsee als auch die Reise in den Weltraum für einen Touristen, und ich sage, jetzt spreche ich explizit für einen Touristen, gleich gefährlich ist. Ich bin überzeugt, wir werden im Laufe, sobald SpaceX und die ganzen privaten Weltraumunternehmen, werden wir sicher im Laufe der nächsten 5, 6, 7, 8 Jahre leider, der Norbert und ich, uns dann vielleicht real im Studio treffen und werden dann einen tödlichen Unfall analysieren. Es wird passieren. Es ist nur eine Frage der Zeit. Man muss hier ganz ehrlich und realistisch sein. Es ist genauso, wie wenn ich mich in ein Fahrzeug begebe, und ich sage es nicht oft genug, wenn ich mich heute in einen PKW begebe, weiß ich genau, ich habe eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit zu sterben, aber sie ist vorhanden. Gleichzeitig habe ich aber die Situation, dass wenn ich jetzt, hier habe ich natürlich ein etwas höheres Risiko, und vielleicht eines, und das ist schon ein wichtiger Punkt, dass sowohl dieses Tauchschiff, das jetzt vermisst wird, sehr wohl auch der wissenschaftlichen Expeditionen, ich glaube, es war jetzt sogar hier in dem Fall eine Person, ein Wissenschaftler dabei, und einen Vorteil haben diese touristischen Attraktionen sehr wohl. Sie werden auch von Wissenschaftlern genützt. Wir werden auch noch den Fall haben, dass man sagt, boah, ich habe ein Experiment, wo ich ungefähr 10, 15 Minuten Schwerelosigkeit benötige. Wenn ich das Ganze jetzt durch das Prozedere der NASA, der ESA oder Roscos unterwirf, um das auf die internationale Raumstation raufzubringen, da gelten wieder ganz eigene Vorschriften, ist es einfacher, ich habe irgendwie ein Gerät, das genauso groß ist, auf meinem Schoß sitzt, ich 2, 3 Stellschrauben in der Schwerelosigkeit durchführe, kommt mir das um 250.000 Euro oder sollen es jetzt 500.000 Dollar sein, was so ein Flug für Touristen kostet, kommt mir das immer noch billiger, als wenn ich jetzt dieses ganze Prozedere bei der NASA, ESA oder sonst wo durchführe. Das heißt, es kann auch für die Wissenschaft eine ganz große Chance sein, und es waren auch schon einige Wissenschaftler unten bei der Titanic, auch mit diesem U-Boot. Also wir müssen da ein bisschen vorsichtig sein zu sagen, ja, es ist gefährlich, das ist keine Frage, aber Sie glauben gar nicht, was Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler schon alles gemacht haben und auch dabei gestorben sind für ihre Experimente. Muss man auch ganz ehrlich sagen. Ich würde da ganz gerne was dazu hängen, was, glaube ich, wichtig ist. Wir sollten es jetzt tunlichst hüten, so dieses Spielchen zu spielen wie Flugunfallkommissionen, die nachher dort sitzen, über Monate diskutieren, was der Pilot nicht für einen Fehler gemacht hat, und der Pilot muss die Entscheidungen von einer Hundertstelsekunde treffen. Ja? Also das heißt, der Sekretärmotor, ja, die haben da jetzt Schlammbad gearbeitet und sonstige Sachen. Man darf nicht vergessen, so krank kann kein Ingenieur auf dieser Welt sein, dass ihm alles einfallen kann, was schiefgehen kann. Das muss man erleben, man muss es durchspielen. Ja? Und das Problem ist, bei der Tiefsee, um manche Sachen durchzuexerzieren, musst du halt einfach runtertauchen, und wenn du Pech hast und es passiert irgendwas Katastrophales oder eine Kette unvorhergesehener Ereignisse, die sich aufbauschen, dann geht's schief. Wir sind am Anfang dieser Lernkurve, das ist leider so. Wie gesagt, wir sind bei den U-Booten dort, wo wir im Endeffekt mit dem Blériot-Flugzeug waren, oder bei den Gebrüdern Wright. Das ist ganz am Anfang. Ja? Wir müssen erst das wirklich lernen, wie wir die Sachen wirklich hinkriegen. Mhm. Sehen Sie das auch so, Herr Gruber? Vielleicht gerade bei den U-Booten, wenn man uns die Geschichte der U-Boote anschaut und auch des Tauchens, allein die Poisson-Erkrankung, wo man gelernt hat, boah, wenn ich tiefer als 10 Meter bin, bilden sich Bläschen beim Auftauchen im Blutkreislauf, hat kein Mensch erahnen können. Und es hat, also allein was an U-Boot-Unfällen gegeben hat, in der Beginn, wir dürfen nicht vergessen, U-Boote gibt es seit 1900, da hat es schon sehr viele Tote gegeben. Ja, es hat nicht die Medien gegeben, die so großartig und spektakulär darüber berichtet haben, aber das ist Lernkurve. Und wenn man jetzt denkt, wie viele U-Boote insgesamt, auch Forschungs-U-Boote unterwegs sind, muss man ganz ehrlich sagen, passiert eigentlich sehr wenig.
ja, jetzt ist was passiert, ja, es ist ein Milliardär an Bord, was natürlich gleich nur einmal so spektakulär ist. Würden fünf Wissenschaftler drin sitzen, würde man wahrscheinlich nicht ganz so spektakulär darüber berichten und wäre es nicht eine touristische Fahrt, wo halt auch wirklich Touristen dabei sind, die gegen Bezahlung das machen, wäre es, ich glaube, auch da ist ein bisschen dieser Sensationsfaktor dabei. Ja, es ist jetzt einmal was passiert und das Wichtigste ist jetzt dieses U-Boot, erstens einmal Mitgefühl für die Verwandten, weil für die ist es, ich glaube, die letzten Stunden und Tage äußerst unangenehm gewesen. Gleichzeitig, und das ist jetzt vom Standpunkt des Wissenschaftlers und Forscher, ist es ganz wichtig, herauszufinden, was ist daneben gegangen, damit in Zukunft das nicht mehr passiert. Wir wissen nicht, ob es eine Trivialität war, weil eine Batterie falsch angeklemmt war oder leckgegangen ist. Wir wissen nicht, ob einer auszuckt ist. Wir müssen das herausfinden. Und man hat ja auch durchaus hohes Interesse gehabt. Das war ein russisches U-Boot, das letztes Mal das große untergegangen ist. Und auch da hat man sehr viel Ursachenforschung betrieben, wo man draufgekommen ist, was muss man verbessern. Und diese Verbesserungen macht das Ganze für die Zukunft sicherer. Soweit einmal der Blick auch zu dem Unglück, zu dem es gekommen ist. Ich bedanke mich vielmals bei Ihnen, Herr Gruber, und natürlich auch bei Ihnen, Herr Frischauf, für Ihre Zeit. Auch wenn wir leider nichts allzu Schönes zu berichten haben, noch gibt es kein Lebenszeichen, noch gibt es keine Anzeichen dafür, wo sich das Tauchboot Titan tatsächlich aufhält. Und man muss im Grunde sagen, der Sauerstoff, der ist vermutlich schon ausgegangen. Also die Überlebenschancen sind gleich null. Wir bedanken uns hier für Ihre Expertise, die Sie mitgebracht haben, gehen jetzt in eine Werbepause, melden uns dann zurück.